Am 2. Juli startet die neue Season von Apex Legends, die auf den Namen Battle Charge hört. Alle Informationen zur kommenden Season erfahrt ihr nun in den Apex News. Es startet auch direkt mit einem Knaller im wahrsten Sinne des Wortes, die neue Waffe namens Elster. Sie ist ein durchschlagskräftiges LMG, also ein Light Machine Gun, hat eine sehr hohe Feuerrate mit Plasmaprojektilen. Zu finden ist die Elster nur in Drops, also wie das Mastiff und der Graber. Die Projektile sind wirklich einzigartiger, wesentlich größer als normale Waffen in Apex. Und die Spieler müssen bei hohen Entfernungen weiter vorhalten. Das heißt, ihr visiert den Gegner an und wenn er sich nach links bewegt, zieht ihr das Fadenkreuz ein wenig nach links und drückt dann ab. Ein spannender Nebensatz eigentlich aus der ganzen News ist, dass die Geschwindigkeit der Plasmaprojektile sehr gering ist. Und um das Ganze auszugleichen, wird dafür der Schaden massiv erhöht. Wie das Ganze im Spiel aussehen wird, wird sich zeigen. Allerdings ist dieser Punkt, dass der Schaden sehr hoch ist, doch relativ aussagekräftig. Ein weiterer Punkt ist, dass die Elster überhitzen kann. Und aus der News geht hervor, dass erfahrene Spieler den Abzug nur ganz kurz antippen und feuern, dadurch kurze bzw. mittlere Salven abgeben. Wir sehen also jetzt schon, dass die Elster eine vollautomatische Waffe ist und vermutlich eher für erfahrene Spieler gedacht ist. Dabei geht auch hervor, dass die Linse zerbrechen kann und diese ersetzt werden muss, was einige Zeit dauert. Wie lange das dauern wird, geht aus der Newsletter nicht hervor. Man kann aber davon ausgehen, dass in hitzigen Feuergefechten so ein Wechsel der Linse vielleicht nicht gerade die beste Idee ist. Bevor wir aber nun zu weiteren Anpassungen bei Waffen kommen und auch dem neuen Helden Watson noch einmal vorstellen, gibt es nun einen kleinen Trailer zur Elster. Care package touching down. They usually carry rare platforms. Elster here. I am taking fire, friends. I bathe in the blue. Your ignorance meets your end. I need help. Good job, me. A new season. Strong work. Da hat man auch kurz nochmal den Drachen gesehen. Wie versprochen, es gibt natürlich noch weitere Anpassungen im Waffenspektrum. Weniger benutzte Waffen sollen gefördert werden mit der neuen Season und für mehr Interaktion zwischen den Waffen sorgen. Es gibt daher Anpassungen. Es gibt die Unterbrechermunition. Der Schaden, also der abgeschirmte Schaden, wurde dabei erhöht. Und sie ist ab sofort kompatibel mit dem Alternator und dem RE-45. Die Hammerpunkt-Munition hat einen erhöhten, nicht abgeschirmten Schaden bekommen. Das heißt also bei Gegnern ohne Schild. Und sie ist ab sofort kompatibel mit der P2020 und der Mosambik. Laut Respawn Entertainment soll das Ganze, die Waffenwechseltaktiken, ein wenig anpassen bzw. fördern. Und sie soll noch in Endspielsituationen eingesetzt werden. Das heißt also, im finalen Kreis soll wohl die Mosambik mehr zum Einsatz kommen. Und das wurde ganz ohne Ironie geschrieben. Die Energiewaffen bekommen erweiterte Magazine, sprich die Havoc, Devotion und Triple Take. Damit soll so ein bisschen dieses ganze Loot- bzw. Beute-Gameplay angepasst werden und die Effizienzkurve erweitert werden. Die Magazinaufsätze erhöhen die Tragekapazität bzw. die Munitionskapazität von den Energiemagazinen und verkürzen die Nachladezeit, allerdings erst ab Stufe 2
und darüber. Einige Waffen haben auch Power-Ups bekommen, also wurden stärker gemacht. Dies ist der Fall bei der Flatline, bei der P2020, beim Alternator und beim Triple Take. Einzelheiten dazu wird es allerdings erst mit dem Season 2 Patch Notes geben. Der Bogenstern wurde auch angepasst und hier wird sich die Zündungsverzögerung von 2,5 auf 2,8 Sekunden verlängern und Spieler mit voller Gesundheit werden dadurch jetzt neutralisiert. Wenn sich ein Spieler am Rand der Explosion befindet von des Bogensterns, dann erleben sie keine vollständige Zerstörung ihrer Schilde mehr. Also auch aus meiner Sicht eine sinnvolle Neuerung. Ab der zweiten Season werden Spieler auch im Kings Canyon Goldwaffen finden können. Auch hier ist es leider so, dass es eine endgültige Liste mit den Patch Notes zur Season 2 geben wird. Angepasst wurden außerdem die Größe von Munitionsstapeln. Bei Schrotflintenmunition ist es so, dass diese Stapelgröße, also wie viel ihr in einem Slot in eurem Rucksack tragen könnt, diese wurde gesenkt von 64 auf 16. Das heißt also, man braucht jetzt wesentlich mehr Platz in seinem Rucksack, um mehr Munition mit sich herumzuschleppen. Dafür wurde allerdings die Stapelgröße von Energiemunition von 60 auf jetzt 80 erhöht. Außerdem wurde der Spawn, beziehungsweise das, was ihr in Fallschirmabwürfen findet, angepasst. Es gibt jetzt verschiedene Phasen, Anfang, Mitte und Ende des Spiels, mit unterschiedlichen Beutetabellen. Zum Beispiel findet ihr jetzt zum Anfang des Spiels eher Krabbers in den Fallschirmabwürfen und zur Mitte des Spiels wiederum die Mastiffs. Ab wann ihr die neue Plasma-LMG Alstar in den Fallschirmabwürfen findet, geht aus den News nicht so ganz hervor. Es wird nur erwähnt, dass diese jetzt ebenfalls in den Beutetabellen enthalten sind. Die zweite Season beginnt am 2. Juli und es gibt auch noch neben den aufgeführten Änderungen weitere Neuerungen. Warten wir also mal die Patch Notes der neuen Season ab und dazu gibt es dann sicherlich auch mehr Informationen zu Watson. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen habt zu Apex Legends, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr keine Apex Legends News mehr verpassen wollt, dann drückt doch auf den Abonnieren-Button. Vielen Dank fürs Zuschauen, sagt Sir Metalizer.